Zweites Obergeschoss. Herr de Rossi. Ja, guten Tag, Frau Mürnberg. Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich dachte, ich bringe Ihnen mal was Schönes mit. Ja, das ist sehr nett. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie mich empfangen haben heute. Ja. Denn ich habe große Lust, über Ihr Buch zu sprechen. Okay. Ja, ich habe es dabei. Ja, also ich bin ja schon sehr beeindruckt. Das ist unheimlich umfangreich. Und was natürlich sofort auffällt, das muss ich ganz klar sagen, Sie haben es auch Roma Soterranea Christiana genannt. Ist das Zufall oder? Nein, das ist kein Zufall, weil natürlich sprechen Sie jetzt von dem Werk von Herrn Brosio. Und in der Tat war Herr Brosio eine große Inspiration für mich. Und schon als Kind habe ich mich für seine Arbeit interessiert. Ach, ja. Und ich habe sein Werk auch schon als Kind geschenkt bekommen. Und, von wem? Von meinem Vater. Ach, hatten Sie quasi Ihrem Vater gesagt, das interessiert mich und das hätte ich jetzt gern, oder? Also mein Vater hat bemerkt, dass ich mich für Antiken interessiere und dann hat er einfach den richtigen Riecher gehabt und hat einfach gewusst, das ist das richtige Werk für den Sohn. Und ja, da bin ich ihm natürlich sehr dankbar dafür. Das ist ja großartig. Und dann hat Sie das so sehr beeindruckt und Sie haben das so sehr mitgenommen, dass Sie dann tatsächlich Ihr Werk quasi auch nach ihm benannt haben, sich in die Tradition stellen? Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe mich auch von meiner Arbeit her in der Nachfolge von ihm, weil er hat ja quasi angefangen, die Katakomben zu dokumentieren und die auch zu erforschen. Ja. Und das war auch ja, ein großer Antrieb für mich, neue Katakomben zu finden, die es noch nicht gibt oder die noch nicht gefunden wurden. Und sie dann auch auf eine ganz ähnliche Art und Weise zu dokumentieren. Also da muss ich sagen, Herr Brosio war eine sehr große Inspiration für mich. Ja. Ja, Sie haben gerade gesagt, Sie haben es ganz, ganz ähnlich gemacht wie der Herr Brosio. Das ist auch etwas, das mir auch aufgefallen, als ich so ein bisschen in Ihrem Werk geblättert habe, dass Sie ja wirklich eine sehr umfangreiche Dokumentation vorgenommen haben. Wir haben hier auch den Abbildungsteil mit den Inschriften, die wir da sehen können. Also großartige Sache, aber würden Sie sagen, also ich meine, der Herr Brosio hat ja nun tatsächlich doch ein paar Jahrhunderte vor Ihnen gelebt, dass Sie auch was anders gemacht haben, als Brosio das getan hat? Ich würde sagen, da wo Herr Brosio angefangen hat, als eher als Individuum, eher als Einzelkämpfer, da habe ich das versucht, auf eine breitere Basis zu stellen. Also die Wissenschaft von den Katakomben ja, zu institutionalisieren und ja, mehr Menschen ins Boot zu holen und quasi das ja, von der Basis einer, einer Institution zu machen. Und ich habe sehr viel auch Institutionen gegründet und bin ihnen beigetreten. Ich glaube, Sie haben Sie das PCRS gegründet oder waren Sie Mitglied? Oder, Also ich war Mitglied, habe aber dann selber die Leitung übernommen. Aha, ja. Das ist ja bis heute so das wichtigste Institut, was die Katakomben angeht. Sind Sie da stolz drauf? Ja, sehr. Ja. Also, und ich freue mich auch immer wieder, dahin zu gehen und einfach Austausch mit den meiner Kollegen zu haben. Das ist, also da, finde ich, macht Wissenschaft auch Spaß. Sie haben sich ja auch in der Museumsarbeit, haben Sie sich ja auch sehr betätigt. Ja, das ist wahr. Ja. Genau, ich habe ein großes Museum gegründet und dann auch lange Zeit geleitet mit einem Freund von mir, nämlich das Museo Pio Cristiano im Vatikan, genau, was sich quasi nur dem frühen Christentum widmet. Ja. Also das finde ich auch wichtig, Wissen zu schaffen und Sachen zu finden und sie auch zu publizieren, aber sie eben auch der Allgemeinheit zukommen zu lassen. Ja, ja, da stimmen wir Ihnen heute auf jeden Fall immer noch zu. Das ist etwas, wo wir heute immer noch sagen würden, dass es genau der richtige Ansatz ist. Haben Sie eigentlich auch außerhalb von Rom Forschung betrieben oder sind Sie ja doch sehr im... Haben Sie Rom sehr als Mittelpunkt des Ganzen empfunden? Also ich habe auch Reisen gemacht in verschiedene Länder von Europa und habe mir da natürlich auch die Antiken angeguckt, weil ich es sehr wichtig finde, eine breite Wissensbasis zu haben und auch Vergleiche anstellen zu können. Aber Rom ist natürlich als das Herz der Christenheit, auch wie ich überzeugt bin, der frühen Christenheit, also finde ich, verdient Rom schon einen speziellen Augenmerk. Und Rom ist ja auch der Sitz von unserer heiligen Kirche und unseres heiligen katholischen Glaubens. Und
Deswegen denke ich, dass Rom schon eine besondere Aufmerksamkeit verdient hat. Okay, also das heißt, Sie würden schon sagen, dass Sie auch aus einer Glaubensperspektive heraus gearbeitet haben? Ja, definitiv. Also ich bin gläubiger Katholik und der Katholizismus ist einfach die Wahrheit für mich und ist der richtige Glaube. Und da ich natürlich auch bei der Kirche angestellt bin und empfinde ich es als meine Aufgabe, der Kirche auch zu dienen und meinem Glauben zu dienen, auch meinem Glauben Ausdruck zu verleihen. Würden Sie sagen, das ist etwas, wo wir heute dann doch etwas Kritik an Ihnen äußern müssen, würden Sie sagen, dass Sie manchmal ja zugunsten der rechten Lehre, indem Sie dann Schriftquellen genutzt haben, die archäologischen Befunde etwas gebogen haben? Also ich empfinde das überhaupt nicht so. Nein. Also ich finde, meine Methoden sind sehr revolutionär für meine Zeit und sehr gut. Und also ganz ehrlich, ich kann das nicht so recht annehmen, dass ich da gebogen haben soll. Also, aber es ist schon so, dass wenn Sie sich nicht ganz sicher waren, dann haben Sie Schriftquellen herangezogen und diese Schriftquellen hatten dann recht. Grundsätzlich würde ich sagen, nein, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich ja auch einen Auftrag habe von meinem Auftraggeber und auch einen Auftrag habe von mir selber aus, den Standpunkt der Kirche zu unterstützen, weil es mein Glaube ist und weil ich davon sehr überzeugt bin. Also das heißt, Sie würden sagen, der Papst ist der Auftraggeber Ihrer archäologischen Forschung? Gewissermaßen, ja. Okay. Das ist natürlich für uns heute ein etwas schwieriger Standpunkt. Das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Okay. Ja. Aber lassen Sie uns nochmal über Ihre wissenschaftlichen Errungenschaften sprechen. Sie hatten gerade gesagt, dass Sie revolutionäre Methodik angewandt haben. Wollen Sie mir da vielleicht noch was drüber erzählen? Ja, sehr gerne. Als ich mit der Forschung angefangen habe, war es eben... Oder war ein wichtiges Anliegen von mir und auch von den anderen christlichen Archäologen erstmal die Katakomben, also die größten Katakombenanlagen, wichtigsten Katakombenanlagen zu finden. Mhm. Und ich habe mich einerseits Inschriften bedient, die gefunden wurden und die eben einen Aufschluss auf den Ort von den Katakomben geben können und natürlich auch Schriftquellen. Das haben zwar auch schon Leute vor mir gemacht, aber nicht auf so eine systematische Art und Weise. Also nicht so gezielt und nicht über einen so langen Zeitraum. Und ich habe auch, wie ich schon gesagt habe, eben museologisch, also habe das in Museen ausgestellt. Habe mich auch zum Beispiel Heiligenviten, also quasi Heiligenlegenden bedient, weil das auch für mich quasi etwas Wichtiges war, die Märtyrergräber und Heiligengräber aus der Frühzeit des Christentums quasi wieder nutzbar zu machen. Ja. Genau. Ja. Und zur Arbeit, also als ich die Katakomben gefunden habe, war es mir sehr wichtig, die zu beschreiben, sehr intensiv zu beschreiben und auch Zeichnungen anzufertigen. Also es finde ich sehr schön, dass Sie hier mein Buch mitgebracht haben. Das ist eine sehr große Ehre für mich. Also das war mir sehr wichtig. Und auch zu versuchen, eine Datierung anzustellen über Vergleiche. Und das, finde ich, habe ich als einer der Ersten sozusagen gemacht. Ja. Ja, wunderbar. Also ich kann Ihnen sagen, das wird Sie wahrscheinlich sehr freuen, dass wir heute sagen, der De Rossi, das ist derjenige, der sozusagen die christliche Archäologie zu einer eigenständigen Wissenschaft gemacht hat. Ja, schön. Das freut mich sehr, dass Sie das immer noch denken. Ja, also es ist wirklich so, wir sagen, Sie sind der Erste, der sozusagen die christliche Archäologie nicht mehr als Hilfswissenschaft der klassischen Archäologie begriffen hat oder der Kirchengeschichte, sondern Sie sind derjenige, der sozusagen zur Geburtsstunde quasi unseres wissenschaftlichen Faches beigetragen hat. Und umso erstaunlicher ist es für mich, ehrlich gesagt, ich habe gelesen, dass Sie auf Ihrem Sterbebett gesagt haben sollen, und ich bitte Sie, dass Sie mir gleich sagen, dass das nicht stimmt, dass Sie, sollten Sie noch einmal leben, nie wieder christliche Archäologe werden würden. Was ist denn da passiert? Zum einen verstehe ich natürlich Ihr Entsetzen, weil die christliche Archäologie natürlich meine Lebensaufgabe war, aber
Ich habe ja als 20-Jähriger, als ganz junger Mann, mir selber und auch Gott versprochen, mein Leben der christlichen Archäologie zu widmen. Und natürlich war ich da sehr jung und war noch nicht so erfahren, was da auf mich zukommt. Aber ich musste da natürlich mein Wort halten. Und ich würde sagen, meine Leidenschaft ist christliche Archäologie, aber es ist natürlich eine Wissenschaft, die sehr viel von einem verlangt und auch ein sehr weites, sehr großes Feld ist. Und ich habe, glaube ich, nicht so wirklich gewusst, worauf ich mich einlasse. Und auch die ganzen Aufgaben, die ich dann übernommen habe, als Vorsitzender von Kongressen und Kommissionen und so weiter, es war eine sehr anstrengende Aufgabe. Und natürlich habe ich sehr viel Lob und auch Ehrungen erhalten, aber letztendlich... Ja, aber Sie können sich vermutlich gar nicht vorstellen, wie ein Leben ohne christliche Archäologie gewesen wäre, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Mhm. Also so kann man natürlich nie sagen, was gewesen wäre. Ja. Aber ich denke, ich habe ja Jura studiert und einen Abschluss gemacht. Und wahrscheinlich hätte ich da ein etwas ruhigeres und weniger mit Sicherheit anstrengendes Leben gehabt und auch ein besseres und sichereres Einkommen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber dann wären Sie wahrscheinlich heute nicht mehr so berühmt, wie Sie es jetzt immer noch bei uns im Fach zumindest sind. Und ich muss jetzt noch mal ganz indiskret nachfragen. Ich habe nämlich gelesen, dass Sie bei sich zu Hause Inschriften aus den Katakomben in die Wand eingelassen haben und dass Sie auch ein Katakombenzimmer hatten, das Sie im Stil der Katakomben gestaltet haben. Ja, das ist in der Tat wahr. Also wie gesagt, meine Leidenschaft ist christliche Archäologie und sind auch die Katakomben. Und wenn man sich derart intensiv mit Katakomben beschäftigt, so wie ich, dann schwappt es einfach ein bisschen auch ins Privatleben über. Und es ist auch meine private, also es ist ein sehr großes, auch privates Interesse von mir. Und ja, also ich habe diese Räume auch sehr gerne aufgesucht, um zum Beispiel Inspiration zu suchen. Also was möchte ich als nächstes tun? Wonach möchte ich als nächstes forschen? Ja. Und dann in diesem, schon rein visuell auch schon in diesem Thema drin zu sein, hat mir das sehr geholfen, auf Ideen zu kommen. Ja, ich finde das großartig. Ich würde gerne, also ich will mich nicht aufdrängen, aber ich würde gerne mal mitkommen und mir das anschauen, weil ich auch total gerne bei mir zu Hause sowas installieren würde, tatsächlich. Das wäre wunderbar, wenn Sie mich einmal zum Tee einladen würden oder zum Kaffee. Wir sind ja in Rom. Es freut mich einfach total, dass Sie mich jetzt hier in Ihrem Arbeitszimmer empfangen haben, in Ihrem Institut. Also man merkt ja auch, es sind noch ganz viele andere Leute im Haus und es wird ganz viel gearbeitet und trotzdem haben Sie sich Zeit für mich genommen. Das ist natürlich eine sehr schöne Sache und ich bin Ihnen sehr dankbar, denn wie gesagt, Sie sind einer der Großen des Fachs und da freue ich mich natürlich sehr, wenn Sie sich Zeit für mich nehmen. Ja, sehr gerne. Also ich hoffe, wenn ein bisschen arbeitsame Atmosphäre ist und man auch von hier und da Stimmen aus den Büros und so weiter hört. Ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung. Natürlich. Hier wird immer sehr viel gearbeitet. Es ist eine wunderschöne Atmosphäre, um zu arbeiten mit Kollegen zusammen.